Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich wieder im Crockpot was Leckeres kochen. Heute gibt es ganz feines indisches Butter Chicken. Ich werde dazu noch ein bisschen Basmati-Reis servieren und vielleicht noch ein Gläschen Mangosaft. Ich benötige heute dafür 1000 Gramm Hähnchenbrustfilet. Das habe ich schon mal grob geschnitten. Man kann aber auch Hähnchenkeulen nehmen, aber dann bitte die Haut entfernen. Dann habe ich hier zwei Büchsen Tomatenmark, 75 Gramm gemahlene Mandeln, etwa 7-8 Kardamom-Kapseln, aber ungeöffnete Kapseln, dann Tandoori-Masala, Garam-Masala, etwas Zimt, etwas Currypaste, Currypulver und dann Ghee oder ersatzweise Butterschmalz und zwei Becher Naturjoghurt. Dann brauche ich noch ein bisschen Salz, etwas Honig, 150 Milliliter Tomaten, passierte Tomaten und eine Büchse Kokosmilch. Hier vorne liegt dann noch ein bisschen Koriander und Minze. Das werde ich nachher so zum Drüberstreuen benutzen. Als erstes gebe ich dann das Ghee in die Pfanne. Lass das jetzt schön heiß werden. Dann kommt das Hähnchen dazu. Das habe ich wirklich nur ganz grob geschnitten. Wenn das Fleisch dann so ein bisschen Farbe annimmt, also das braucht nicht richtig braun werden, sondern wirklich nur so ein bisschen Farbe annehmen, dann gebe ich auch Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazu. Ja, das schwitze ich jetzt einen Moment mit an. Und dann nehme ich das erstmal wieder aus der Pfanne raus. Gib das zurück in die Schüssel, ein bisschen das Fett zur Seite laufen lassen. In das restliche Fett gebe ich dann die Gewürze erstmal mit rein. Curry, Zimt, Tandoori Masala, Garam Masala und die Currypaste und natürlich auch das Tomatenmark. Das sollte jetzt alles auf ganz kleiner Flamme schön miteinander vermischt werden. Aber unbedingt auf kleiner Flamme. Ja, die Gewürze sind relativ empfindlich. Wenn man das zu heiß macht, dann verbrennen die sehr schnell. Das darf auf gar keinen Fall passieren, sonst wird es nämlich bitter. Wenn das jetzt zu dick ist, dann kann man da auch noch so ein bisschen was von der passierten Tomate mit dazugeben. Und das alles schön breit drücken immer. Und wenn das dann alles so ein bisschen angewärmt ist, leicht angebraten ist, dann gebe ich auch das Huhn und die Zwiebel wieder dazu. Und rühre das alles schön durch. Das sollte allerdings auch hier immer auf kleiner Flamme sein, nicht dass das anbrennt. Dann kann das Ganze jetzt erstmal ausgestellt werden und jetzt werde ich erstmal anfangen, den Crockpot zu befüllen. Als erstes gebe ich dann die Kokosmilch damit rein. Eine ganze Dose, also 400 Milliliter. Dann das Joghurt dazu. Ja, das sind jetzt hier zwei Becher. Dann die passierte Tomate. Das waren etwa 200 Milliliter. Ich habe das noch ein bisschen aufgefüllt. Dann die Mandeln. Und das Ganze jetzt erstmal einmal schön durchrühren. Und wenn das schön durchgerührt ist, dann gebe ich auch das Lorbeerblatt und Kardamom mit zu. Das auch noch mal kurz unterrühren. Und dann kann auch schon das Fleisch damit bei. Ja, da spritzt ein bisschen, da muss man aufpassen. Sonst ferkelt man sich da gleich ein, weil das ja doch ziemlich intensiv färbt. Und das Ganze dann nochmal schön durchmischen. So, wenn man dann so durchrührt, sieht man auch, dass die Farbe dann sich ein bisschen ändert. Das kommt natürlich von dem Tomatenmark und von den Gewürzen. So, das war es dann eigentlich schon soweit. Jetzt kann der Deckel drauf. Dann stelle ich das auf Low, auf Stufe 1. Und lasse das jetzt so etwa 7 Stunden, 8 Stunden geht auch.
langsam garen. So, das Hähnchen hatte jetzt rund 7 Stunden Zeit, schön gar zu werden. Jetzt gebe ich hier noch ein paar Kräuter rein. Das ist einmal Koriander und noch ein bisschen Minze. Ja, frische Kräuter im Crockpot immer erst zum Schluss dazugeben. Wenn man getrocknete Kräuter nimmt, gleich am Anfang. Und dann aber auch ein bisschen sparsam damit umgehen mit den trockenen Kräutern, weil die hier sehr stark Geschmack abgeben. So, ich lasse das Ganze jetzt noch mal 10 Minütchen ziehen und dann wird angerichtet. Als erstes gebe ich da wieder mein Reistürmchen hier rauf. Dann kommt ein wenig Soße. Und dann gebe ich Fleisch dazu. Ja, so pro Portion kann man so 4-5 Fleischstückchen rechnen. Das ist dann durchaus ausreichend. Da gebe ich jetzt noch ein paar Mandelsplitter mit oben drauf. Ein bisschen Minze. Und ein klein wenig Koriander. Dann kommt oben drauf auf den Reis noch mal ein kleiner Farbtupfer. Ein wenig Chili-Pulver ringsherum, wer es also gerne scharf mag, kann dann davon noch ein bisschen mit dazu nehmen. Ein klein wenig Koriander und ein klein wenig Minze. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, so werde ich das jetzt servieren. So bringe ich das jetzt auf den Tisch. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und bis bald. Tschüss.